bin schon ein bisschen in der Hurry. Wir müssen jetzt zum Friseur. Kollege hat mir geschrieben, er ist um 16 Uhr da. Haben es jetzt, genau, 35 nach 4, Kuss. Kollegen, können ja mal raten, welcher Kollege das ist. Ja, ansonsten geht es jetzt zu Momo, einkaufen. Mal gucken. Hm? Hallo, wo bist du? Bei deiner Karre. Wo bist du? Drinne. Ja, Digga, wir wollten doch direkt los. Wo bist du lang gegangen? Aus der Haustür. Ach so? Ja, ich bin unten reingegangen. Warte, ich mache mir ganz kurz die Haare nass, dann kann Momo besser schneiden. Also, die sind von der Mütze so platt. Ja, easy. 2 Minuten. Der hat sie nicht mal alle. Alright, guys, Herke ist da. Ihr habt's gehört, es geht heute zu Momo. Ich wollte euch mal einfach nicht jetzt unbedingt den Haarschnitt oder alles mögliche. Ich will euch einfach mitnehmen, wie wir jetzt die Haare schneiden gehen. Und da werdet ihr auch halt alles soweit sehen. Jetzt nochmal. Nee, hä? Alles ist gut, ja, Miller mit Pool, ja, Business Boom, hat mit euch nichts zu tun. So, fertiges Endprodukt haben wir hier. Bin jetzt derzeit wieder in der Übergangsphase beim Übergang. Mit den grauen, weißen Haaren zu den schwarzen Haaren. Mir per se persönlich schmeckt's. Ich find's cool. Wobei. Was ist das denn hier? Ja, das ist noch ein bisschen nass, ne? Wo ein Loch drin ist. Auch richtig geil. Ich habe heute mal ein bisschen ausgemistet, ne? Mal ein bisschen einfach nur die Sachen, die man einfach auch nicht mehr rockt. Ne? Gibt's ja hier zum Beispiel den, ne? Habe ich alle Air Force 6 Paar. 6 Paar Air Force, wiederhole 6 Paar. Die ich alle nicht mehr trage. Ich werde demnächst bei Instagram, habe ich letztens auch mit den Hosen so gemacht, mache ich eine Mystery Box. Das heißt, alle meine Air Force, die 6 Dinger, unterschiedlichste Modelle, alle weiß. Honey, ne? Und der zuerst kommt, der malt auch zuerst, ne? Und keine Sorge, die sind jetzt nicht hier, die sind jetzt nur hier, weil ich die halt waschen musste. So, die anderen waren so clean, ne? Die musste ich gar nicht waschen. Jetzt ziehe ich mein UCLA Hoodie an, weil ich habe tatsächlich, ja, war denn das? 3,5 Wochen auch studiert. Ne? Wir haben 2 Uhr. Alles ist gut, ja, Miller mit Pool, ja. Freunde, geheime Mission. Ich bin ganz normal am Chillen abends, ganz entspannter Abend. Und dann sehe ich auf einmal eine junge Dame, warte, lasst mich zitieren, Stacy Gray, Businesswoman aus New York, aus der USA. Ein Reiseziel von mir, wo es bei mir sicherlich jetzt nochmal hingeht. Hier, ich zeige jetzt einfach mal ganz grob, bevor es ab 18 ist. Diese junge Dame hat erstmal bei mir 1-2 Bilder geliked auf Entspannerino und dann schrieb sie auch eine Story, I love what you upload. Und dann könnt ihr mal sehen, wir haben dann jetzt schon ein bisschen gechattet. Hier habe ich dann auch ein paar Sterne schon gesendet. Sie schreibt to you, also mir direkt Sterne zurückgeschickt. Und jetzt habe ich es aber, glaube ich, schon verkackt. Ich dachte halt, für einen Blog wäre geil, jetzt irgendwie... Can you do a quick video where you show some greetings to my German community from Instagram? Would be really cool. Keine Antwort. I'm a Stacy Community Manager. What we can do is coordinate for the mission. Yo, Mai, I didn't understand that one. Could you like repeat that? Because. Ja. Richtige Scheiße. Also ultra reingeschissen. Ich sag gestern noch so zu meinem Bruder, jo, hier so und so, ich gehe jetzt mit 20% ins Bett. Morgen wache ich dann auf, weil dann bin ich motiviert aufzustehen, weil ich dann auch mein Handy lade. Völlig drüber, ne? Aber ihr läuft ja, ihr wisst ja, wie es läuft. Ihr läuft ja, wie es wisst. Ich aufgewacht. Kein Akku. Denk, fuck, fuck, fuck. Schließ mein Handy an. Geh auf Klo. Guck auf die Uhr. 8 Uhr. Mission Fail. Also für die Leute, ich stehe nicht um 8 Uhr auf. Für mich geht's um, keine Ahnung, 10 Uhr oder so. Jetzt hatet mich nicht, aber ist halt jetzt gerade so mein Leben.
Also, ja. Morgen! Morgens, ich bin verklatscht, ich mach's jetzt First Try für euch. Ich werde jetzt einen Schlappen ausziehen. Ich trau mich nicht. Blood luck! Okay! What we're gonna do is take the glass, just a normal one, like put it under the thing, like we got it in that. Then you just take the beer, open up your fucking window, and put this motherfucker. Raus hier, du Pietz! Ah, jetzt ist er weg, jetzt lebt er wieder. Und jetzt könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie nett ich bin.